Ja, er kann gern die Produktion kaufen und lässt sie dann der Kundenfeger so zur Verfügung. Zum Glück hast du jetzt nicht in meine Kamera geguckt. Schmiermittelproduktion braucht Diesel und Biodiesel. Das ist Genau, beides beides eine haben wir ja. entweder oder. Entweder Ja, oder. oder, genau. Stimmt. Und ich habe ja beides. Verteilen wir das jetzt dahin oder liefern wir das dahin? Du Haben wir hast Tank? beides? Du hast beides? Ja. Also ist da beides rausgekommen in der Dieselproduktion oder was? Ja, genau. Genau, weil kommt beides immer raus. Also die Frage ist ja generell, wir haben ja je nach Entfernung bezahlen wir ja Transportkosten, wenn wir es automatisch verteilen lassen. Die Frage ist jetzt, machen wir das einfach uns so, dass wir sagen, okay, der Grundwägerhof transportiert alles selbst, wer auch immer das macht, das ist ja wurscht. Oder wir sagen, wir lassen das automatisch verteilen. Ich rede jetzt nicht davon, dass wir bei Revamp einstellen können, dass die Produktionskosten oder die Verteilkosten auf Null gesetzt werden. Das ist Nein, Quatsch. nein, Ne? das will ich auch nicht. Nein, wir lassen die Standardeinstellungen so, wie es sind. Das soll Geld kosten. Ja, genau, sehe ich auch so. Die Frage ist jetzt wirklich bloß, machen wir das entweder mit eigenen oder mit den Hoffahrzeugen? Verteilen wir das manuell oder automatisch? Das Also, Problem, keiner hat wahrscheinlich so einen Dieseltank, oder? Nee. ich hab einen Lizard-Anhänger, der kann, glaube ich, Diesel. Ich muss mal nachgucken. Ich weiß aber nicht, ob der Biodiesel kann. Wenn, dann könnte der fahren. Biodiesel bei dem Lizard glaube ich nicht, der normale Diesel ja. Na, wenn er den extra für die Thüringen hat, dann kann er Biodiesel, weil da wird wohl Biodiesel eingetragen sein. Ich muss jetzt Ja, mal müsste gehen, gucken. ja. Aber dieser andere Lizard, den ich dachte, Micha gemeint zu haben, der hat jetzt glaube ich nicht Biodiesel. Mit dem Füllstand hinten dran, mit dem Füllstandsrohr. Den habe ich glaube nicht. Weiß ich aber jetzt nicht. So, mal gucken, was ich jetzt habe. Der ist ja unter Tierhaltung. Genau, Diesel ist bei Tierhaltung. Macht doch Sinn, oder nicht? Ja, klar. So, da ist er. Der kann ziemlich viel. Aber Aber da ist kein. der ist ja auch von Thüringen, also für die Map extra. Der müsste es eigentlich auch bringen, denke ich. Genau. Ja, Ja, müssen. dann kann ich ja mit dem mal losjuckeln nach da oben hin, ne? War das nicht das letzte Zeichen in der Liste? Biodiesel Das hier oder? meinst du, oder ist das AdBlue? Ich weiß Ich es weiß es nicht. nicht. Manchmal hast du das bei AdBlue, aber AdBlue nütze ich ja selber nicht. Also im Spiel. Dann juckel ich mal zurück zu meinem Hof. Den kann ich noch kurz auf meine Parkplätze räume ich gleich weg. Ja, räum Ach die so, mal weg. der hat ja schon einen Parkplatz. Der hat ja schon einen Parkplatz. So. Dann nehme ich mir meinen nächsten Truck. Rüttel, rüttel, rüttel. Und schon hängt es wieder. So. Ich könnte jetzt auch den Auftrag nochmal abschließen. Ne? Würde Sinn machen. Würde Sinn machen, den Auftrag. Ach, ich fahre den erstmal los. Ich fahre den jetzt mal. Ich lasse den jetzt mal selber fahren. Mal gucken, was. Ach, der kann Biodiesel. Zeigt Adeso da direkt an. No. So, der fährt dann von Produktion aufladen. Dieselproduktion Diesel. Nimmt der normalen Diesel, fährt dann Produktion abladen, Schmiermittel, Döner, Ersatzteile, Fisch. Was Döner Ersatzteile? Ja, Dönerersatzteile. Schmiermittelproduktion. Man kennt natürlich die guten Döner-Ersatzteile.
Der darf jetzt, der pöttelt jetzt viermal hin. Ist auch ein schönes Gespann, so in Schwarz-Rot, ne? Mit dem Chrom dann oben dran. So. So, ich wollte meinen Vertrag noch abschließen. Kann ich ja jetzt machen. Quatsch. Micha. Abschließen. Hammer. Yay. Mit so einer Hübe kann ich leider nicht dienen. Noch nicht. Ach, alles gut. Oh, lass mal aus der Bahn hier. So, ich lasse euch mal für 2 Minuten alleine. Oh nein. Schafft er das ohne mich? Oh nein. Die Frage ist, wie viele Fahrzeuge schaffen wir in der Zeit? Kaputt zu machen? Unter anderem, also ja. Du schaffst das heute bestimmt ganz schön. Eine Menge schaffst du heute. Habe ich heute schon geschafft, ja. Micha, du brauchst noch so eine Cam extra für deine Miezen. Wenn du dann in der Pause bist oder wenn du dir da was zu essen machst oder mal woanders bist, dass dann einfach deine Miez im Display erscheint. Genau. Wie sie schläft oder wie sie sich putzt oder wie sie sich ärgern. Das wäre doch mal was, eine zweite Cam. Müsste man sogar im Hintergrund oben auf dem Kratzbaum liegt sie gerade. Und also das ist der Batman, genau. der putzt sich gerade. Das ist ja das Maskottchen, was da oben drüber ist, ne? Für die, die ihn noch nicht kennen. Der ist ja da gerade. Es gibt ja genug Twitcher, die machen das ja, ne? Die zeigen dann eben tagsüber ihre Katzen, ne? Die Schlafbereiche und so weiter. Aber die sind ja hier sowas von verwöhnt, meine beiden. Die haben ja jede Menge Schlafplätze und die liegen jeden Tag woanders. Also ich bräuchte dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Camps. Bitte. 9 Kameras. Also, ich kann natürlich einen Spendenaufruf reinstellen, ne? ne? Spendet Geld für Catcams. Catcam, genau. Ja, das kannst du machen. Auf alle Fälle bin ich jetzt mal kurz weg. Ja. Bis gleich. Oh, jetzt hat er sich da. Oh. Was macht der denn jetzt hier? Der fährt doch nur noch 70. Der dürfte doch jetzt eigentlich gar kein Problem mehr damit haben mit den Straßen. Hast du die Kurvengeschwindigkeit geändert? Oder hast du die noch bei 100%? Der fährt allgemein nur 70. Also der darf nur 70 fahren. Und dann ist 70% Kurvengeschwindigkeit. Genau, Grommer. Armer Katzenstreamer bittet um Spenden. Ich meine, man könnte ja 2 Spenden machen. Also das muss ich jetzt noch, den Gedanken muss ich jetzt noch zu Ende bringen. Man könnte jetzt eine Spende machen für die Kameras, dass die Katzen beobachtet werden. Und man könnte natürlich auch einen Spendentopf machen, für dass die Katzen in Ruhe leben können. Mal gucken, wo dann mehr reinkommt. Oh Mann. So, der fährt jetzt hier gerade einmal ums Feld. Also, so, ich steige da nochmal ein und versuche jetzt nochmal mein Glück. Jetzt bin ich aber in 2 Minuten. Anstaltsleitung, warum bist du mal nicht in der Werkstatt? Dein Auto nicht in der Werkstatt. So, ich bin jetzt aber erst kurz weg, dann wir machen dann hinterher weiter. Sonst schaffe ich das nie hier. Ja. Tschüss. Viel Erfolg. Und hallo Sebastian, grüß dich. Wie bitte? Ich habe dich jetzt nicht verstanden. Nee, ich habe hallo zu Basti gesagt. Ach so, okay. Habe ich jetzt nie gesagt. Er hat gerade hallo im Chat geschrieben. Dann sage ich auch mal hallo. Müsstest du eigentlich noch ein Feld machen? Nee, ne? Du hast bloß das Feld gehabt hier, ne? Ich hatte nur noch das. Ich muss dann bloß noch mal hinten drüben das Gras wegmachen und dann das Feld mulchen oder ja, mulchen wäre ich und dann drüben mein Gras noch einsammeln. Also Haufen Arbeit.
Eigentlich habe ich mehr als genug zu tun. Ne? Bei mir wird es dann, nächsten Monat wird es dann bei mir stressig. Da muss ich meine Sojabohnen ernten und meine ganzen Grasfelder auch nochmal ernten. Ja gut, du hast einige, ne? Du hast 3 oder so. Ja. Na gut, wenn jetzt bei mir alles so weit dann durch ist, dann habe ich auch wieder Kapazität oder sowas. Um aushelfen, abfahren oder was auch immer. Ja. Da brauchst. Im E-Fall. Du bist aber gerade recht leise, ne? Ich bin leise, ich habe nichts geändert. Irgendwie bist du bei mir echt wieder ziemlich leise. Ich kann dich nochmal im Discord ein bisschen lauter stellen, aber... Ich habe ja echt nichts geändert. Ja. Ah, sollte jetzt passen. Ist jetzt besser wieder, oder? Ja, ich habe jetzt einfach Discord Lautstärke hochgedreht, ne? Ja, das ist echt verwirrend mit den Einstellungen, aber... Ja, es... ist manchmal nicht so einfach. Eigentlich nicht, dann. Also bei Discord zumindest ist alles, ne? Ja, Micha hat richtig aufgewertet hier, jetzt ein Pausen-Overlay hier. Das ist Wahnsinn, ne? Ja. Wahnsinn. Ja, da bin ich wieder. Hallo. Herzlich willkommen. Man glaubt es kaum, Grommer, ne? Hier geschehen noch Zeichen und Wunder mit dem Pausen-Overlay. Ja, die Overlays werde ich mir jetzt als nächstes noch vornehmen, weil mir fehlt auch noch ein Endstream und so weiter. Und der Startstream, der gefällt mir auch noch nicht so ganz. Aber ich habe da schon ein paar Ideen. Muss nur die Zeit finden, das umzusetzen. Und Dezember hatte ich echt Zeit, wo ich dieses komische C hatte. Da war ich ja 2 Wochen... konnte ich da echt gut dran basteln, ne? Da habe ich auch das eigene Overlay gebastelt. Die Mistkarre springt schlecht an, Anstaltsleitung. Also irgendwie ist doch eigentlich gefühlt immer was mit dem Auto, ne? Fährt er erstmal drauf. Aber er hat es noch nicht mal geschafft, zur Dieselproduktion zu kommen. Der braucht immer noch 1:22. Ah, da ist der Blitzer, da fährt er schön langsam. Das ist schön. Ja, natürlich, Grommer, das entwickelt sich ja auch weiter. Ne? Und ich kann das ja nicht alles auch auf einmal machen, weil dann, ne, habt ihr ja nichts mehr zum Staunen, wenn ich dann wieder was geändert habe in meinem Stream oder so. Das funktioniert ja nicht. Aber ich habe noch ein Problem in meiner Anfangssequenz, habe ich gerade festgestellt. Der blendet dann das Overlay, das Übersichtsoverlay nicht ein, sondern blendet es aus. Da habe ich noch einen kleinen Fehler drin. Und das auch ganz ehrlich, das wäre doch langweilig, wenn das auf einmal nach alles so nach 2-3 Monaten fertig ist. Ne? Das macht ja keinen Spaß. Ich finde, so ein Stream muss auch wachsen und aus Erfahrungen und so weiter, die man sammelt. Ja, man kann sich alle möglichen YouTube-Videos anschauen und auch bei anderen Streamern reinschauen, aber... Vielen herzlichen Dank. Ich möchte das ja auch als, so als Lernkurve nehmen und so weiter. Genau. Hey City Wolf, du hast mich gerade richtig erschrocken, ne? Danke auf jeden Fall fürs Follow. Ich wusste gar nicht, dass ich das anhab, ne?
Dieses Alert, ne? Ne, ich hab so ein Alert, da kommt so ein Sound, wenn jemand folgt, dann wird das auch noch vorgelesen, ne? Und das war gerade relativ laut und ich war richtig erschrocken. Wusste gar nicht, was das ist. Danke auf jeden Fall. So wie ich mich jedes Mal erschrecke, wenn ich ein Raid bekomme, ne? Weil ja dann mit den Lichtern geht's ja, aber wird dann total laut Musik bei mir abgespielt und ich weiß nicht, ob das im Stream zu hören ist. Ich hab's immer noch nicht. Hab letztens wieder vergessen, direkt danach die Aufzeichnung mir anzuschauen, ob das funktioniert. So, bin ich da jetzt richtig? Bei mir kommt eine Musik. Der City Wolf. Vielen herzlichen Dank. Bin ich jetzt hier richtig beim Aufladen oder beim Abladen? Das sieht, der will gar nicht. Also super, bloß ich war jetzt vorbereitet. Nach deiner Information. Ja, ne, ich war gerade mega erschrocken. Was ist denn jetzt los hier? Und dann habe ich es im Chat gesehen. Ich so, okay. Der lädt nicht auf? Wieder lädt nicht auf. Bin ich jetzt hier überhaupt richtig? Da steht doch Dieselproduktion auf. Oder ist der falsch? Da musst du bei den Anhänger erst die Deckel aufmachen oben. Such das mal. Schneidwerk jetzt attached hier oben drauf, ja. Naja, so richtig attachen tut das nicht, aber es hängt quasi fest. Also es schnappt nicht so richtig auf den Schneidwerkswagen drauf, aber wenn es drauf liegt, ist es fest. Okay. Wenn du es relativ gerade drauf legst, passt das eigentlich. Oh ja, ich habe das ganz exakt drauf gelegt. Super. Die Deckel gehen nicht auf. Oder bin ich jetzt wieder im falschen? N oder Y müsste es sein. Nö. Das dauert hier noch, das Gewicht ist bloß. Kann das sein, weil ich jetzt im falschen Hof drin bin? Das kann höchstens sein. Das kann wirklich sein, aber. Ah, ich glaube, ich bin im. So, jetzt steigen wir nochmal an. Und guck mal, Befüllung starten. Das sieht aus, wie du da drinnen sitzt und dann diese Bierflaschen. Hey, du hast mich jetzt heimlich voll filmen. Ne? Aber warum kann ich denn jetzt nicht voll tanken? Das verstehe ich nicht. Das weiß ich schon. Warum macht der jetzt nicht weiter? Ich fahre mal aus dem Trigger raus. Es ist quasi alles repariert, bis aufs Gewicht. Ach, jetzt geht das. Ich wollte nämlich wenigstens noch mit Mitteln wieder voll machen. Deswegen habe ich mir diese Werkstatt bei mir auf meiner Korte umgebaut. Dass der zwei oder drei Plätze hat, kannst du dann zwei Fahrspuren nebeneinander tanken und reparieren und lackieren. Ich habe bei Ollihausen habe ich die Werkstatt jetzt unter die Karte gelegt und nur die Träger oben. Und damit konnte ich die in der alten Werkstatt einbauen, die ja auf dem Hof ist. Oder beziehungsweise habe ich dann da drunter gestellt. Das geht auch. Ja. Bei mir auch gemacht im Singleplayer. Gebäude unsichtbar. Jetzt kann ich AD nicht starten, weil ich jetzt. Naja, speichert gerade. Ah, okay, danke. Ich dachte, jetzt müsste ich nochmal was ändern. Mal gucken, ob er da jetzt rumkommt. Aus. Nein, das schafft er nicht. So ich schicke den Thresher zu dir auf den Hof oder hat er Nee, den kannst du auf dem Parkplatz. Da müsste eigentlich einen Parkplatz haben. Aber jetzt ist das Schneidwerk dran, das ist natürlich doof, ne? Oder fährt er durch, sozusagen? Ach so, nee, stimmt. Klar, das ist das falsche Schneidwerk. Nee, schick den einfach mal bloß so zum Hof oder zur Werkstatt, was auch immer. Klar, okay. Das Sonnenblumenschneidwerk, das kommt dann ins Lager. Wird wohl die ganzen Taktungen verstanden. Sehe ich das richtig? Der braucht jetzt 8 Minuten, um darunter zu kommen. Also ich würde ihn jetzt mal losschicken. Da kommt eigentlich an. Wie gesagt, das letzte Mal war es eine Laterne, wo er hingeblieben ist. Aber sonst, der Schneidwerkswagen lenkt ja auch mit, das ist mega geil.
Also da kommt es relativ gut um die Kurven. Wenn nicht gerade der KI-Verkehr im Weg steht. Na, wir vertrauen dem Ganzen mal. Boah, da wird schon irgendwas machen. Der wird schon irgendwas machen. Also Sonnenblumen sind jetzt gerade für 1300, wenn ich das so sehe, Ankauf. Weil ich habe ja noch Sonnenblumen, glaube ich, drin, oder habe ich Raps drin? Und dann würde ich das nämlich jetzt in die Dieselei bringen, in die Dieselproduktion. Oder wolltest du noch was verkaufen vorher? Ja, ich? Nee, AGM hat ja auch noch was, ne? Ja, ich habe Raps und ich hab Sonnenblumen. Also, ich kann das aber entweder in den Hof oder ich verkaufe das so. Aber wenn ich es verkaufe, dann warte ich bis. Was haben wir jetzt? Oktober, ne? Ja. Obwohl, warte mal, Sonnenblumen könnte ich eigentlich jetzt noch verkaufen. Und Raps wäre dann im Dezember. Ah, du willst Höchstpreis haben, ja? Zumindest, wenn man dem Übersichtsfeld Glauben schenken darf. Das wird sich dann sowieso nach dem zweiten Jahr dann relativieren, beziehungsweise einpegeln. Ob das jetzt so wirklich für bare Münze genommen werden kann, weiß ich nicht. Aber ja, das ist zumindest erstmal mein Gedanke gewesen. Also ich werde jetzt meine 13.000 Sonnenblumen werde ich jetzt hochbringen in die Dieselproduktion, dass der da auch ein bisschen was zu tun hat. Und wie viel Platz hatten wir denn da drinnen noch? Dann kann ich das natürlich auch machen. Ist leer. Ah ja, okay. Und wir haben noch... Ja. Was? Wie viel maximal geht rein? Kann ich im Moment nicht sagen, weil ich gerade wieder den Hof gewechselt habe. Mache ich aber gleich. Warte, also kann aber ich wir haben nur noch 76.000 Euro drin in der Kasse. Ah. Also wenn du... Ich kann meine Sonnenblumen aber auch nicht verkaufen. Dann kannst du erstmal verkaufen. Nee, also so dringend bin ich nie angewiesen drauf, aufs Geld. Ja, ich will einfach, nee, es geht, funktioniert. Es geht jetzt nur darum, dass wir die Produktion wieder ans Laufen bekommen. Ne? Bringt ja nichts, dass wir die jetzt leer stehen lassen. Ne? Also ich würde sagen, um es kurz zu machen, ich bin näher dran, wenn du willst. Ich fahr rüber und hau was rein. Und dann schauen wir mal. Genau, dann machen wir das so. Dann wechsle ich jetzt den Hof. War da doch irgendwie Raps und Sonnenblumen unterschiedliche Füllmengen drin oder war alles beides leer? Es ist beides leer, aber wie gesagt, die Kornfliger GmbH hat nur noch 76.000 Euro zurzeit. Ne? Wir haben... Du musstest ja unbedingt die Produktion kaufen. Also wir haben 1,4 Millionen Liter Raps und 1,4 Millionen Liter Sonnenblumen. Ja, ich mache jetzt gerade Raps in den Hänger rein. Für ca. 50.000. Bums aus. So 51.000. Und fahre jetzt rüber. Wobei, ich kann ja voll machen und dann machen wir 50.000. Ist gut. Was soll's? Ja, Mohn. Sehe ich das richtig, dass Sonnenblumen Methan braucht? Was? Kannst Methan als Booster kannst du einfügen. Ist das Booster? Wenn dahinter eine Prozentanzahl steht, ja. Ah ja, stimmt. Dann ist das ein Booster. Ah, okay. Okay. Oh, mein Trion hängt fest. Mein Dolender Kleiner. Ui. Ist auch nicht weit gekommen. Ah, da war wieder eine. Komm, mein Kleiner. Mein Kleiner. Ja, der fährt halt hier ziemlich weit außen, ne? Ja. Jetzt weiß ich immer nie, ist das die 3 oder ist das die 4 in der Produktion? Ach, hinten ist wahrscheinlich das. Nach rechts, wieder links. Ui. Der da? Ja, der ist da. Ja, falsche Seite. Na ja, probier das einfach mal. So, na dann fahr mal los hier. So, AGM, du hast ganz schön Schweinerei hier am Trash hinterlassen, ja? Sieht's aus, hier liegen ja die Bierflaschen rum. Hättest du mal ruhig noch rausräumen können.
Solange die Kurken nicht überall reingedrückt sind in die Sitze. Interessant, ich bin noch. Habe ich jetzt nicht den Hof gewechselt? Micha, warte, ich gucke mal, wo du gerade bist. Ich dachte das kleine, ne? Warte mal, einen kleinen Moment bitte. Häng ich denn jetzt hier fest? Ich bin noch Kornfeger. Ich bin noch Kornfeger. Genau. Du bist jetzt nicht mehr. Jetzt bist du wieder in deinem Hof. Ja, und jetzt muss ich mich wieder als Farmmanager einstellen. Jetzt bist du wieder als Farmmanager eingestellt. Wunderbar. Warum fühle ich mich gerade verarscht? Weiß ich nicht. Um Gottes Willen, wie könnte ich nur? Warum fühle ich mich gerade verarscht? So, ich würde dann mal kurz AFK gehen. Ich lasse euch mal hier im Drescher mitfahren. Bis gleich. Das Geklipper hier macht die Flaschen wenigstens zur Seite. Das klappert ja nur. Ach ja. So, die beiden sind jetzt am Einparken. Mein Kaffee ist leer. Besser als kalt. Ja, oh, ich mag keinen kalten Kaffee. Nee, ich auch nicht. Also, ich trinke den auch immer ganz heiß. Also trinkbar sollte er schon sein, aber kalt definitiv nicht. Also wenn andere anfangen, Kaffee zu trinken, habe ich meinen schon leer. Ja, ich kenne auch solche Leute, die stört das einfach nicht, wenn der jetzt noch auf der Zunge brennt. Aber es heißt aber Zunge brennt, ne? Also wie gesagt, ich mag keinen kalten Kaffee, also muss der warm verdrückt werden. Aber es ist ein Unterschied, ne? Warm und heiß. Ah. Etwas. So. Das heißt also, da kommt jetzt die erste Dieseltransporter unten hin bei Schmiermittel. Das dauert, ne? Also der ist da noch ein paar Tage mit beschäftigt, der jetzt das Zeug da unten hat. Ja gut, dann ist es halt so. Aber das ist doch eigentlich, ich meine, er kann ja immer anfangen. Wie viel geht denn das Fass rein? 30.000. Habe ich jetzt gar nicht aufgepasst. Aber 30, guck mal da an, da kann er erstmal in Ruhe anfangen und dann... Ja, ich habe den ja jetzt, der fährt noch viermal, dann ist das Diesel unten und dann bringt er den Biodiesel weg. Der kann ja jetzt ein bisschen fahren. Oh, das Gespann sieht schon cool aus, ne? So im Schwarz-Rot. Ja, da, hallo. Ja, hallo. Hallo. Ja, das sind wenigstens deine LKWs richtig benutzt. Genau. Weil diese Agro-Trucks gibt es wirklich so, ne? Das ist ja... Ja. Auch mit der hinten dran, dass die auch auf dem Feld fahren können. Eigentlich so kleinere Felder und so weiter. Ist ja nicht so, dass das jetzt ein Mod ist, den es so eigentlich gar nicht draußen gibt, ne? Ja, sieht ein bisschen komisch aus, aber zum Anfang hilft das ganz schön, dass du eben nicht fünf verschiedene Fahrzeuge brauchst, ne? Ja. Immer Ansichtssache, ne? Also, da ja. Ja. Wie gesagt, ich mache da kein Geheimnis draus, dass für mich die LKWs eigentlich wirklich bloß zum Transportieren von A nach B sind, auf der Straße, ist halt mein Spielprinzip. Ja, deine Einstellung dazu, ne? Ist ja auch okay, kann man, ja. Mache ich ja auch, ne? Ich werde die auch demnächst dann irgendwann tauschen, ne? gegen meinem vernünftigen Zugfahrzeug, aber jetzt im Moment, wo ein bisschen Geld nicht ganz so da ist, macht das schon Sinn, ne? Und es ist jetzt auch, bin ich jetzt in dem Moment auch nicht wirklich geschiete oder so, weil die gibt es ja real auch. Also ich finde gerade die Abendstimmung schön. Nicht, also wunderbar. Ja. Lädt der jetzt ab oder lädt der nicht ab? Bin ich raus? Warum bin ich jetzt raus? Der fährt rückwärts dran. Ah, okay. Hat man sich vorher den Punkt angeguckt, wüsste man es. Aber die macht aber einen Krach, diese Schmierölproduktion. Also ich weiß nicht, ob die unser komplettes Spiel durchhält oder ob die nicht vorher in die Luft geht. Wir müssen sie vielleicht mal schmieren. Jo. Musst du mal Schmiergeld zahlen. Noch ein Minion, okay.
Läuft. Läuft. Das wird aber schwierig. Mach. Aha. Oh. Alles gut, ich hab's verstanden. Nein, war gut, ne? Also von daher. Wie? Hat keinen Weg gefunden zu dieser Produktion. Hier ist ein Fehler in der AD, in dem Autodrive drin. Warum ist hier ein Fehler in dem Autodrive drin? Warum ist hier ein Fehler drin? Der fährt zurück. Braucht der das? Ja, der fährt zurück. Wenn er nicht abladen kann, dann muss er ja weit genug vorausblicken können. Da ist wahrscheinlich zu nahe wieder der Ausflugpunkt. Fürchte ich. Ist gespannt. Immer den letzten Punkt hinten mit der Beschriftung weiter hinter. Meinst du noch weiter hinter? Ja, ja, viel weiter hinter. Also den Zielpunkt sozusagen viel weiter hinterziehen. Ja, genau. Und den nächsten Punkt auch noch bitte. Ja, so ist gut. Und jetzt mal testen bitte. Komm doch mal in den Hof rein und sag, hier bin ich. Also so fährt er. Also er kommt ja von hier. Ich muss ihn da jetzt natürlich zu bewegen, dass er jetzt dann auch. Ich muss doch mal ein ganzes Stück zurück. Lass ihn nochmal neu einfahren. Am besten. Nee, macht er jetzt gerade. Genau. Ja. So, ich habe ihn ja jetzt zu Schmiermittelproduktion Rohstoff geschickt. Und jetzt müsste er da jetzt rückwärts einparken. Ahnung. Ahnung. Da dreht er. Weg ist, dann fährt er maximal noch ein Stück zurück und dann fährt er vorwärts. Aber das müsste dann auch mal passen. Wahrscheinlich ist es gespannt zu lang. Er hat ja abgeladen. Das ist ja, also abgeladen hat er ja bloß. Dann hat er gesagt, er hat keinen Zielpunkt. Den hat er ja hier vorne eigentlich. Eigentlich hat er den, ne? Da ist er jetzt dran vorbei. Normalerweise müsste er den Weg wieder aufnehmen. Ganz gleich sehen. Schauen wir mal auf die zweite. Ja, ich habe jetzt nichts gemacht. Er hat jetzt selber, ne? Umgeschaltet. Ich war mir schon klar, dass der Punkt viel zu nah an der Abweichung wieder ist. Von dem Gelb, von dem Grün. Ja, ja. Er guckt immer 5 oder 6 Punkte vorwärts und dann hast du das Problem immer. Ach, ist das diese vorausschauende Fahrweise? Ja, das ist halt bei AD typisch, also von daher. Und das nützt doch nichts, wenn du dort hier unzählige Punkte dazwischen machst. Er hat uns so viele Meter im Vorlauf, was er das wieder überblickt. Dann, das war einfach viel zu nah dran. Ja, ja, ja. Wird das gespannt. Meint ihr das jetzt mit der vorausschauenden Fahrweise? Nein, das habe ich jetzt nicht anstößig gemeint, nein. Nein, ich meinte das jetzt eigentlich mit der vorausschauenden Fahrweise, wie das einem in der Fahrschule beigebracht wird. Hm? Zum Beispiel. Ja, da ist der einmal schön gegen den stehenden Verkehr gefahren. Das war jetzt aber nicht vorausschauend. Nö, überhaupt nicht, ne? Ich bin ja gespannt, ob die AD-Leute das hinbekommen, dass die Ampeln. Also, ich sag mal so, es gibt für den 19er gab es die Möglichkeit, dass bei Brücken oder bei Schranken. Was ist der hier? Oh, jetzt habe ich schon mal Klick gehabt. Der fährt einfach durch den Zug durch. Bin ich ja überrascht. Nee, also, es gab ja schon die Möglichkeit, dass du irgendwelche Stops machst und irgendwelche Collies machst, die dann im Prinzip, wenn es so eine Brücke ist, die aufgeht oder zugeht, das dann im Prinzip auch AD anhält. Ja. Das als Kollision erkannt wird.
muss natürlich die Kollision eingeschaltet haben, ne, bei AD. Ich wüsste jetzt nie, warum das nicht funktionieren soll. Ja, ich meine, Achim hat ja die Kollision, hat ja einen unsichtbaren Kollisionsblock eingebaut in dem Ampelskript. Genau, den brauchst du ja. Genau, damit hält ja der KI, die KI an. Genau. Aber wenn du kannst der AD auch auf Kollision stellen, aber dann hält er trotzdem nicht an, der ignoriert diese Kollision einfach. Genau, und das ist der Trick, wie die Kollision definiert wird. Mhm. Giant Editor. Ich bilde mir ein, dass ich habe selber noch nicht probiert, aber das muss funktionieren. Oder sollte funktionieren. Ja, vielleicht wollen die auch irgendwas anderes rein oder beziehungsweise anders das mal lösen, ne? Dass das vielleicht mit dem Skript integriert ist oder so. Mal gucken, man weiß es nicht. Ja, schön, wenn sie es hinbekommen würden. Das würde echt noch ein bisschen was dazu beitragen. Kann natürlich sein, dass das Skript dann sozusagen, oder beziehungsweise der Trigger, der wechselt ja mit den Ampelfarben, dass das als Problem noch mit besteht. Aber wer weiß, das werden schon die Fachleute hinkriegen. Genau. So, jetzt haben wir den Mist mal hier rein. Wie ist die denn eigentlich auch so mit Schlafen oder so? Müde. Bist du müde? Muss der Kleine ins Bett? Ja, Sandmann ist schon vorbei. Der Kleine ins Bett. So. Ja, mein AD-Fahrer kann auch über Nacht fahren, das ist kein Problem. Der kann so hin und her fahren. Der ist schon groß. Ich frag noch nicht, dass ich jetzt hier meinen Trescher und so alles verräume und dann hole ich ihn 2 Minuten später wieder alles raus. Von mir aus können wir schlafen. Also ich würde jetzt erstmal noch die Geldgeschichte abschließen und dann... Okay. Dann machen wir so bald. Ach, die warten erst auf die Ampeln im Mod-Hub. Ah. Wenn die dann nicht mehr in den Map spezifisch sind, sondern wenn die für alle freigegeben sind. Dass sie sich dann dann wird dieser Mod dann sozusagen AD-konform oder AD-konform zu dem Mod gemacht und nicht zu den Ampeln, die jetzt irgendwo auf Mods, auf den Maps verbaut sind. Ja. Ah, sind dann Prefab, okay. Danke für die Info, Sooty Wolf. Das ist heute wieder mal ein richtiger Bildungsstream. Ich sag's ja. Ob wir da uns vom Land NRW oder Thüringen oder so, gibt es doch diese Fonds für Bildung und so weiter, ne? Ob wir uns da nicht mal melden? Wir machen hier Bildungsfernsehen. Zauber ganz schön raus hier, Mensch. Findest du? Ja. Finde ich jetzt nicht. So, ich habe mir jetzt, wie gesagt, die 50.000 überwiesen von dem Hof. Ja. Und war jetzt zurück und wenn ihr wollt, könnt ihr... Ich habe gerade jetzt mal auf meine Handybenachrichtigung geguckt wegen Twitch, ne? Also von Superplus habe ich bekommen, von dir nicht. Again. Das ist komisch, immer nach wie vor. Ich habe keine Ahnung, ob ich da jetzt noch. Ich weiß auch gar nicht, ob ich noch irgendwas aktivieren muss. Ich wüsste gar nicht. Nein. Da musst du nichts aktivieren. Da musst du wirklich nichts aktivieren. Kannst bloß die Benachrichtigung kannst du einstellen, ne? Ja. Oh, ein neuer Follower. Vielen herzlichen Dank. Aber wenn du jetzt mehr Follower bekommst, und da sind ja auch einige dabei, die ja auch in meinem Stream sind und so weiter, könnten wir natürlich mal in... Vielleicht ist es auch nur meins, ne? Aber glaube auch nichts bekommen.
Du hast auch nichts bekommen? Nee. Anstaltsleitung, verfolgst du schon länger RGM? Ja, du verlorst eben schon ein bisschen länger, ne? Hast du was bekommen? Apropos Follow, ich habe heute von Twitch diese Beta-Version zur Verfügung gestellt bekommen. Die suchen da ja immer Leute raus, ne? Da hast ja keinen Einfluss, dass ich jetzt einen Stream starten kann für Subs, also ne, für Abonnenten. Und die bekommen dann auch nur die Benachrichtigung, dass der Stream online ist. Also wenn ich jetzt einen Stream nur für Abonnenten mache, dann kann ich einfach nur sagen, informiere nur die Abonnenten. Aber ich bin nicht berechtigt dafür, weil ich noch nicht lang genug Affiliate bin. Auch nicht schlecht. Das ist, ja. Also von mir aus können wir immer noch spulen, ne? Nebenbei bemerkt. So, RGM hat ja das mit dem Geld noch nicht fertig, oder? Doch, das ist fertig. Das ist fertig? Man muss spulen. Wir können spulen. Dann würde ich das mal in Angriff nehmen. Dann mach das mal. Kann das sein, dass du gerade eine Follower-Bomb reingedrückt bekommst? Ich bin gerade im Überlegen. Ja. Und weiß nicht, wo es herkommt. Ja, dass du bekommst gerade eine Follower-Bombe. Ja, spannend. Abwehrmodus. Genau. Abwehrmodus aktivieren gut ist. Was macht der Abwehrmodus dann? Dann geht das nicht mehr, oder was? Ja. Was? Gut. Nichtsdestotrotz würde ich jetzt einfach schlafen und würde so um 7 aufstehen oder so. Mhm. Aber meine Grobo-Mission ist doch noch da. Ich hab doch jetzt ja gesagt. Ah, jetzt geht's los. RGM, die Follower bekommst du nicht einfach so weg, ne? Raus. Du kannst Follower bei Twitch nur über ein spezielles Tool löschen. Ansonsten sind die jetzt drinne bei dir. Ja. Na, herzlichen Glückwunsch, ne? Da hast du mal richtig Follower bekommen. Ja, das war jetzt keine Ahnung. Also, was soll ich denn jetzt machen? Oder was kann ich? Ja, kannst kann. Kannst du jetzt bloß laufen lassen? Kannst du nur laufen lassen, ist egal. Hört nicht weiter. Aber ich will, ja, nicht, dann, also ich will ja nichts sagen, aber ich herzlichen Glückwunsch zu 135 Follower. Echt? Was? 135? Ja, er hat 135 bei mir jetzt. herzlichen Glückwunsch, kannst du Affiliate machen. Oh Gott. Glückwunsch, RGM. Also, da hast du mich da mal ganz kurzerhand nach 2 Streams auch überholt. Wahnsinn, oder? Ja. Es gibt ein Tool, das nennt sich Commander Root. Damit kannst du die Follower wieder rauslöschen. Aber das ist nicht ganz... Ja, außer du machst jetzt bei Stream Elements, machst du die Alerts aus. Ja. Oh Mann. Wahnsinn. Wisst ihr, ich habe ja nie umsonst 1,5 Jahre gewartet, bevor ich bei. Ja, das kommt jetzt alles mit einem Schlag, zack. Und jetzt kriege ich die Rache. Nee, das ist nicht schön. So will ich es dann doch nicht. Also ich bin mal kurz. Auf meine Katze hat mir gerade aufs Sofa übergeben. Alles klar.